das ist für mich und für das ganze Team ein besonderes Ereignis. Wir haben jetzt heute einen Vergleich angestellt, Luftwiderstand eines Fahrradfahrers und Luftwiderstand eines Automobils. Die Stirnfläche, die ist natürlich groß, ja, die ist ungefähr 2,2 Quadratmeter und auf dem Fahrrad sind sie unter einem Quadratmeter. Aber der Luftwiderstand, der CW-Wert, ist ein Vielfaches besser. Die ist bei dem Wagen jetzt bei 0,23. Es ist extrem faszinierend zu sehen, was die Ingenieure hier aus diesem Auto rausgeholt haben, rein aerodynamisch. Wenn ich kleinste Einsparungen machen kann, wir reden von ungefähr 10 Watt im technischen Bereich, dann sind das auf meine Wettkampfdauer bezogen 600.000 Kalorien. Und wenn man dann mal schaut, was man hier einsparen kann, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das für den Spritverbrauch bedeutet. Wenn wir den CW-Wert von 0,24 auf 0,23 reduzieren, dann sparen wir im Kundenverbrauch ungefähr ein Zehntel Liter Sprit und auf der Autobahn bei 140 schon 0,2 Liter.